Landwirtinnen, liebe Landwirte, Corona-bedingt fallen in diesem Jahr leider viele von unseren sonst so beliebten Feldtagen aus. Damit ihr trotzdem die Möglichkeit habt und euch unsere Sorten anschauen könnt, werden wir für euch einen virtuellen Feldtag aufsetzen. Heute befinden wir uns am Standort in Fair-Berlin. Wir haben hier Sorten vom frühen bis zum späten Sortiment stehen, unter anderem auch unseren Topstar, den Friendly CS. Ich werde gleich gemeinsam mit meinen Kollegen euch die Sorten präsentieren. Also seid gespannt und freut euch auf ein vielfältiges Sortiment. Ich stehe jetzt hier vor der Maissorte Friendly CS, ein früher Maishybride aus unserem Haus im Silobereich 2010, im Kornbereich ebenfalls 2010. Für alle drei Nutzungsarten geeignet. Vom Habitus ist es eine eher lange Maishybride, die einen mitteltiefen Kolbenansatz hat, bei sehr guter Kolbenausbildung, wie man hier sieht. Bei den Eigenschaften für den Anbau ist zu beachten, er ist in allen LSVs in Deutschland vertreten, hat gerade hier im brandenburgischen LSV gezeigt, dass er mit 103 im NEL und 105 relativ in der Biogasertrag eine sehr gute Restpflanzenverdaulichkeit, heißt hohe Energiegehalte hat. Und dementsprechend für Sie als Empfehlung, kaufen Sie sich Friendly als freundliche Sorte für nächstes Jahr. Wir stehen hier vor der Sorte Cranberry CS. Cranberry CS ist im Silo ein 220er, im Körner ein 230er. Wie man auch sieht, ist er für Silo, Biogas und Körner geeignet. Cranberry sieht man auch hier sehr schön deutlich, hat einen niedrigen Kolbenansatz. Cranberry hat auch die Eigenschaft, dass er kältetolerant ist und dass er den LSV-Versuchen deutschlandweit empfohlen wird. Ich stehe jetzt hier vor der Sorte Luigi CS, eine der etabliertesten Sorten aus unserem Hause. Im Silobereich ist es hier ein 250er, im Kornbereich 240. Er ist für alle Nutzungsrichtungen geeignet, sowohl im Silo-, Körner- als auch Biogasbereich. In der Agronomie sieht man schon, es ist ein eher mittellanger, kompakter Typ bei sehr guter Kolbenfüllung. Was ihn besonders auszeichnet und gerade für leichte Standorte prädestiniert, ist, dass er sehr trockentolerant ist, keine Neigung zu Beulenbrand hat und damit eine agronomisch sehr bevorteilte Sorte für leichte Standorte. Von der Energie her im Ertragsverhalten ist er sehr gut einzustufen. Er hat hohe Energiedichte bei sehr guter Restpflanzenverdaulichkeit. Auch im Körnermaisbereich in der Prüfung stand er zu seiner Zeit und hat einen Marktwarenanteil von über 95% im Durchbereich ausgewiesen. Das heißt, hier eine kompakte Sorte für alle Nutzungsrichtlinien, der nie an Moderne verliert. Ich stehe jetzt hier an der Sorte Tunifi CS, unseren Alleskönner im mittelfrühen Bereich. Er zeichnet sich aus durch eine Siloreife von 250 und eine Kornreife 240. Auch er ist hier für alle Nutzungslinien geeignet, sowohl Silo, Körner als auch im Biogasbereich. Agronomisch sieht man schon, dass er ein mittellanger Typer ist, bei sehr guter Kolbenausbildung und sehr guter vegetativer Entwicklung, vor allen Dingen in der Jugend. Er kommt sehr gut mit Kältestandorten zurecht aufgrund seiner guten Jugendentwicklung. Qualitätstechnisch gesehen ist er gerade für die Silage bei sehr guter NEL, sprich gute Verdaulichkeit, auch für die Biogasanlagen sehr interessant, weil aufgrund der Verdaulichkeit wir hier eine entsprechend hohe Biogasausbeute haben. Was zu sagen ist, auch für den Druschbereich, er hat ein sehr schnelles Drydown, was ihm auszeichnet und dementsprechend man sehr gut Marktwarenanteil generieren kann. Oh, ein massenwüchsiger Mais, das kann nur Belugi sein. Ich stehe jetzt hier in der Sorte Belugi, ein mittelfrüher Typ aus unserem Hause im Silobereich 250, Korn ebenfalls 250. Agronomisch gesehen ist Belugi ein langer Typ, wie man hier schon sieht, bei sehr guter Kolbenausbildung, geeignet für trockene Lagen, quasi ein
Typ, den man anbaut, wenn man sehr gute Qualität bei sehr viel Masse, also Trockenmasse haben will. Energetisch gesehen hat er eine sehr gute Stärkeeinlagerung, dementsprechend sehr hohe Energiegehalte, sowohl NEL als auch dann anhand der Biogasausbeute. Wie gesagt, meine Empfehlung für massenwüchsige Bestände mit sehr guter Energiegehalte Belugi CS. Ich stehe jetzt hier an der Sorte Battisti CS, einer mittelspäten Sorte aus unserem Hause, im Silobereich 260, im Korn 250. Eine Sorte, die für alle drei Nutzungsrichtungen geeignet ist, sowohl Biogas als auch Silo- und Körnermais. Zur Agronomie: Battisti ist eine sehr rahmige, sehr wüchsige Sorte, die sehr lang ist, bei mittelhohem Kolbenansatz. Man sieht hier, dass er einen sogenannten Hammerkolben ausbildet, der oben relativ flach ist. Er zeichnet sich in seinen Energiegehalten dadurch aus, dass er sehr viel Stärke in Verbindung mit sehr guten NEL-Gehalten im Kolben hat und dadurch eine sehr gute Verdaulichkeit und auch für die Biogasanlagen sehr gut geeignet ist, weil dementsprechend die Biogaserträge ausgezeichnet sind. Also meine Empfehlung für massenwüchsige, energiegehaltvolle Mais-Typen, Battisti CS. Ich stehe jetzt hier im Bestand von unserer mittelspäten Sorte Poesie CS, im Silobereich ein 280er. Von den Nutzungslinien her ist es ein Mais, der hauptsächlich für den Biogasbereich, aber auch für die Fütterung, für die Silage genutzt werden kann. Von der Agronomie her sieht man schon, dass es ein sehr rahmiger, massenwüchsiger Mais ist mit einem mittelhohen Kolbenansatz, der sich vor allen Dingen durch seine zügige Jugendentwicklung und seine sehr gute Trockentoleranz auszeichnet. Bezüglich seiner Qualitätsmerkmale ist es so, dass Poesie CS nicht nur hohe Trockenmassegehalte generieren kann, sondern auch eine sehr gute Energiedichte hat, sowohl in der Restpflanze als auch im Kolben. Sie wollen also für Ihre Biogasanlage die Ausbeute verbessern, dann bauen Sie Poesie CS an, der Masse- und Energielieferant. Ich stehe jetzt hier vor unserer Neuzulassung aus dem Jahr 2020, dem Motivi CS, einem späten Maishybride aus unserem Haus im Silobereich 290 und im Körnerbereich 280. Geeignet ist er für alle drei Nutzungslinien, sprich Silo, Körnermais, aber auch vor allen Dingen im Biogasbereich. Von der Agronomie sieht man schon hier, dass es ein sehr massenwüchsiger Mais ist, der durch eine sehr gute Kolbenausbildung in mittelhoher Stellung auffällt. Er ist standfest, sehr gut in der Jugendentwicklung und gerade was die trockenen Standorte angeht, sehr gut geeignet. Zur Qualität: Also er ist gerade für die Biogasanlagen sehr interessant, weil er neben einer sehr guten Stärkeeinlagerung vor allen Dingen durch seine sehr gute Restpflanzenverdaulichkeit kommt und dementsprechend auch sehr gut geeignet ist für maislastige Fütterungssilagen, da er hier die Stärke etwas auseinanderzieht und die Qualität dementsprechend auch aus der Restpflanze liefert. Wollen Sie also Biogaserträge optimieren und Stärke Silagen produzieren, bauen Sie Motivi CS an. Gehen Sie mit uns motiviert in das neue Anbaujahr. Ich stehe jetzt hier vor der Sorte Zuccardi CS, eine späte Maishybride mit der Reifezahl S360. Eine Hybride, die vor allen Dingen für Landwirte oder Betriebe interessant ist, die Masse abliefern wollen bei der Biogasanlage, sprich Trockenmasse generieren wollen. Man sieht hier schon eine äußerst rahmige, große und stängelstabile Maishybride, die vor allen Dingen für die Trockenmasse sehr gut geeignet ist. Also, wenn Sie Trockenmasse abliefern wollen oder Ihren Nachbarn ärgern wollen, weil Sie sehr hohen Mais haben, dann bauen Sie Zuccardi CS an.